sag die Wahrheit. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Auch du bist mitgekommen. Kann man mit seinen PolitikerInnen-Kollegen auch mal über was lachen? Zu Hause ist nur ein Ort. Jeder kennt das Gefühl, jeder kennt dieses Wort. Wir sind eine Stadt, die ist weltoffen. Wir haben Handel und Wandel mit allen Ländern dieser Erde. Viele Betriebe leben vom Export und damit unsere Arbeitsplätze. Und deswegen glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, eine entsprechende Position zu beziehen. Ja. Kein Bier für Nazis. Ganz genau. Einfache Spielregel. Wie Schach auf dem Rasen mit Kühlschränken. Ich gehe nach Wetzlar Steindorf zu einer politischen Veranstaltung, wo unter anderem unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas dort sein wird. Deshalb wirklich? Würde ich, ja, tatsächlich. Ist nur ein Ort. Jeder kennt das Gefühl, jeder kennt dieses Wort. Wetzlar, hier Wetzlar, du bist unsere Stadt. Wir lieben und wir hassen dich, wir haben dich niemals satt. Nach jedem Abpfiff denke ich mir, scheiße. Darf ich scheiße sagen? Sorry, ja, jetzt habe ich. Mist, das Spiel ist jetzt schon wieder vorbei. Wir drehen zur Bundestagswahl heute eine Sonderfolge bei Gute Wetzlar. Und dafür haben wir uns auch gerade mal eine Bundestagskandidatin gesucht. Hallo Dagmar. Hallo Nikolas. Wo ist denn die Großbastards entstanden? Genau. Ja. Junge Leute sind auf jeder Ebene, ob es nun die Kommunal-, Landes- oder Bundesebene ist, unterrepräsentiert. Und deswegen finde ich das. Junge Menschen ihre Stimme erheben sollten und aktiver werden sollten. Hätten Sie Lust, noch ein paar von denen für uns zu unterschreiben? Ja, wie viele sind denn das? Okay, 3 Stück schaffe ich. Okay, danke. Die Sonne scheint hier überm Dom. Die Eintracht führt im Stadion. Ganz klar. In Mittelhessen, Wetzlar, ihr Wetzlar, du bist unsere Stadt. Wir lieben und wir hassen dich, wir haben dich niemals satt. Wetzlar, ihr Wetzlar, wir sind ein Teil von dir. Die Geschichte unseres Lebens begannen hier. Zu Hause ist nur ein Ort. Jeder kennt das Gefühl, jeder kennt dieses Wort. Wetzlar, ihr Wetzlar, du bist unsere Stadt. Wir lieben und wir hassen dich, wir haben dich niemals satt. Ich denke natürlich auch, wie vorhin angesprochen, an die großartigen Menschen, denen ich hier begegnen kann. Ich fühle mich ja wohl. Ich glaube, dort, wo man sich wohlfühlt, wo man verstanden wird, wo man die anderen Menschen versteht, da ist Heimat. Ne, das ist uns vertraut. Ja, das ist da, wo wir aufgewachsen sind. Wetzlar ist meine Heimat und ich würde gerne viel in meiner Heimat bewirken. Und ja. Danke auch für die schöne Zeit. Ei, Gute Wetzlar. Hey, du bist doch der von Summerlove. Du bist doch der von Ei, Gute Wetzlar.